Unberechenbarer ist die Welt geworden, spannender und, wenn man so will, auch unterhaltsamer, seit Donald Trump die USA regiert. Dort werden bereits die Messer gewetzt für die Präsidentschaftswahl in anderthalb Jahren. Wir ziehen schon mal Zwischenbilanz, kurz bevor der US-Präsident Freund und Feind auf dem G20-Gipfel in Osaka trifft. Aggressiv, aber effektiv, wie Donald Trump die Welt verändert. Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Ja, herzlich willkommen bei uns, liebe Zuschauer. Meine Gäste hier im Studio, Professor Christiane Lemke ist bei uns, Politikwissenschaftlerin, Expertin für US-amerikanische Politik an der Leibniz-Universität in Hannover. George Weinberg ist Unternehmer sowohl in den USA wie in Deutschland und Sie sind Beiratsmitglied im weltweiten Dachverband der Republicans Overseas. Das ist der Interessensverband der Republikanischen Partei der USA im Ausland. Hao Gui ist bei uns, stammt aus China und arbeitet in der Asienredaktion der Deutschen Welle. Und Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher der Bündnisgrünen im Bundestag. Sie sind letzte Woche von einer Reise in den Iran zurückgekommen, aber waren vorher auch noch in China gewesen. Herr Weinberg, ich gehe davon aus, dass Sie mit Donald Trump hochzufrieden sind. Gibt es aber vielleicht doch etwas, was Sie an seiner Politik stört? Also fällt mir jetzt momentan spontan gar nicht ein. Also das, was er jetzt den Job, den er macht, finde ich hervorragend. Und die Erfolge sind in der Wirtschaft, in den Jobs, in der Außenpolitik. Und was ich aussetzen könnte, vielleicht an seiner Frisur etwas, ne? Weil die ist nicht so toll. Gut, das könnte man ja leicht ändern. Jetzt könnte es ja von der anderen Seite auch mal probieren. Frau Lemke, in Deutschland wird ja Donald Trump überwiegend skeptisch gesehen. Gibt es trotzdem etwas Positives zu seiner Präsidentschaft zu sagen? Also vielleicht ist sehr viel deutlicher geworden, was die Globalisierung in den Ländern des Westens angerichtet hat. Es gibt rechtspopulistische Bewegungen in allen europäischen Ländern und auch in den USA. Donald Trump konnte gewählt werden, weil er sehr stark populistisch auftrat, weil er auch eine rechtsnationalistische Position vertritt in der Wirtschaft, in der Einwanderungspolitik. Und man sieht das jetzt sehr viel schärfer, wo die Vorteile, aber vor allen Dingen auch die Nachteile liegen. Donald Trump gilt ja als Raufbold. Ist Chinas Präsident Xi Jinping auch einer? Freut er sich auf die Zweikämpfe mit Trump? Ich glaube, es geht nicht darum, ob er sich darauf freut. Es geht darum, wer ist in absehbarer Zeit die größte und stärkste Nation der Welt. Und den Kampf hat China in so einem atemberaubenden Tempo angefangen. Jetzt versuchen sie jetzt mal den Unterschied immer zu verringern. Und ich denke, dass diese Rivalität für die nächsten Jahre und nächsten Jahrzehnte noch weiterhin bleibt. Herr Nuripur, Trump kann ja auch ein Feuerzeug neben einem Pulverfass zücken. Und er trifft dabei auf Gegner, die ihm in Verwegenheit in nichts nachstehen. Wir reden vom Konflikt USA-Iran. Sie waren, ich sagte es gerade schon, letzte Woche noch im Iran gewesen. Bellende Hunde beißen nicht, sagt man so schön. Kommt es wirklich zum Krieg? Ich weiß es nicht, aber die Stabilisatoren für den Frieden fallen weg. Und das ist nicht nur am Golf so, das ist an vielen Orten so. Und das ist beängstigend. Und deshalb haben wir das Gefühl, dass die Konflikte immer näher kommen, weil die Mechanismen, die es früher gegeben hat, und auch die Amerikaner als Garant für diese Mechanismen tatsächlich so ein Stückchen wegfallen. Der Anlass dieser Sendung ist ja der unter anderem der G20-Gipfel in Osaka. Jetzt kann man sagen, auf nach Osaka. Auch die Kanzlerin fliegt hin. Das ist nicht die einzige Anstrengungen in ihrem Alltag. Trump, Putin, Erdogan, vielleicht demnächst auch Boris Johnson. Vergnügen buchstabiert sich anders. Jetzt hat die Kanzlerin ja heute wieder einen leichten Schwächeanfall erlitten im Bundespräsidialamt bei der Ernennung der neuen Bundesjustizministerin. Wir spekulieren jetzt nicht über ihre Gesundheit, aber ist dieses Bild so eine Art Symbol, wie anstrengend ihr Job ist? Auch ist das ihrem schwierigen Job geschuldet? Ja, ich meine, sie macht 16 Jahre, macht sie eigentlich einen relativ guten Job. Vor allen Dingen auch in Europa hat sie dazu beigetragen, dass die europäischen Länder immer wieder versuchen, Kompromisse zu finden. Das kostet sehr viel Kraft. Im Moment wird ja die Kommission, der Kommissionspräsident, der Ratspräsident und so weiter Schlüsselposten neu besetzt. Da ist sie maßgeblich beteiligt. Und auch in ihrer eigenen Partei ist nicht alles in Ordnung. Also vielfache Belastung. Als ich das Bild heute sah, habe ich mich daran erinnert, dass sie ja in
in Harvard. Ich war jetzt vor kurzem, Anfang des Jahres, an der Harvard-Universität. Angela Merkel hat die Rede für die Abschlussstudenten gehalten, den Abschlussjahrgang. Und sie ist dort sehr gefeiert worden. Sie hat sehr viel Beifall bekommen. Sie wirkte gelöst. Sie war sehr erfreut, dass man sie würdigt als Sprecherin der freien Welt. Also sie ist aus der amerikanischen Sicht des liberalen Ostens, der Ostküste, ist sie tatsächlich diejenige, die als Persönlichkeit, als Politikerin das Profil hat, diese Gedanken von Freiheit und offene Gesellschaften weiterzutragen. Und mag man ja beklagen, dass Harvard nicht überall ist. Sie ist ja gerade umstellt in diesem internationalen Geflecht von Personen, die ihr eigentlich nicht so wohlwollen. Kann das einen tatsächlich auf Dauer so mitnehmen? Es ist sicher anstrengend, Leute um sich herum zu haben, die, deren Testosteronpegel doch weit über dem Durchschnitt ist. Und das ist sicher anstrengend. Und es kann auch sein, dass sich den einen oder anderen Spruch jetzt wird anhören müssen. Und ja, man kann aus allem eine Symbolik machen. Ich würde jetzt heftig davon abraten, aus einer kleinen persönlichen Schwäche oder einer körperlichen Schwäche eine Symbolik zu machen. Und außerdem ist sie erwachsen und erfahren. Und sie wird schon wissen, was sie da mitnehmen kann und was nicht. Donald Trump hat ja viel versprochen, jetzt muss er liefern. Einiges hat er schon hingekriegt, manches nicht. Es ist ja immer so, wenn man sich sehr weit aus dem Fenster hängt, dann kann man auch leicht rausfallen. Wird er denn diese Versprechen wirklich einhalten können, die er gemacht hat? Also er twittert ja nicht nur jede Menge, sondern sagt es auch bei jeder anderen Gelegenheit. Da kommt ja schon eine ganz schön lange Liste zusammen. Ja. Also ich habe hier auch eine Liste mit 51 verschiedenen Erfolgen, die Donald Trump für die politische Landschaft in den USA gemacht hat. Ich würde natürlich nicht vorlesen, das würde natürlich die Sendung überschreiten. Aber ich muss auch Ihnen leider widersprechen, Donald Trump ist kein Populist und kein Rechter. Donald Trump ist ein Unternehmer, Donald Trump ist Republikaner, Donald Trump ist Wirtschaftsführer. Und natürlich ist er nicht der typische Politiker, der sehr viel redet und wenig tut. Ich bin der Meinung, dass das, was er jetzt für die USA, für die Wirtschaft und für die Politik gemacht hat in den 2 Jahren, ist wesentlich mehr als Obama in den 8 Jahren geschafft hat. Also das ist, glaube ich, eindeutig. Zu diesen Fragen kommen wir gleich noch. Auch den, was da Obama und das, nicht nur das Verhältnis, sondern die Entwicklung während Obama und jetzt während Trumps Zeiten. Herr Gui, nochmal zur Performance von Trump. Er lässt ja oft die Puppen tanzen. Das irritiert Freund und Feind. Glauben Sie, dass dieser, auch China ist davon ja betroffen, glauben Sie, dass dieser Aktionismus Methode hat, dass da eine Strategie dahinter steckt? Hinter der Art, wie er persönlich auftritt und wie er versucht, Politik zu vermitteln? Ich glaube, wenn man die Weltlage im Moment beobachtet, muss man fest sagen, dass die Weltlage etwas instabil geworden ist. Es ist eigentlich nicht instabil, sondern es sind so viele Faktoren, die nicht berechenbar sind. Und Donald Trump ist ebenso in den Augen der Welt jemand, der sehr spontan aus dem Bauch entscheidet und aufgrund seiner langjährigen erfolgreichen Wirtschaftsgeschichte als Unternehmer, dass er eine andere Politik möchte und bisher auch betrieben hat. Das stimmt ja, dass er sehr wirtschaftlich gesehen sehr großen Erfolg hat. Aber wenn man den Erfolg einer Administration, einer US-Regierung innerhalb von 2,5 Jahren messen, muss man gucken, welche Grundlage der Vorgänger also, hinterlassen hat. Da würde ich gerne drauf eingehen. Profitiert Trump von den Windfall Profits? Weil Sie haben jetzt gesprochen von den wirtschaftlichen Erfolgen auch, aber die haben sich ja schon auf dem Arbeitsmarkt beim Wachstum angebahnt unter Obama, weil Sie sagten, er hätte in 2 Jahren mehr geschafft als Obama in 8 Jahren. Wenn man es jetzt mal auf die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik sieht, in den USA sieht es im Moment ja, kommen noch Steuersenkungen dazu, ziemlich gut aus. Also nochmal zurück zu Obama. Er hat natürlich ein schwieriges Erbe von George W. Bush übernommen mit der Wirtschafts- und Finanzkrise aus den letzten Monaten der Bush-Administration und hat diese Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 eigentlich sehr gut gemeistert. Also es ist ihm zu verdanken, dass die US-Wirtschaft wieder flott gemacht wurde und er hat dazu eher unkonventionelle Mittel angewandt. Er hat die grüne Technologie sehr stark gefördert. Er hat auch andere Maßnahmen ergriffen, wie eine Gesundheitsreform, die mehr Menschen absichert. Also eigentlich ist der Rückgang der Arbeitslosenzahl ja schon vor
der Amtsübernahme von Donald Trump festzustellen und auch die Beruhigung, ich sag mal so, am globalen Markt. Also es ist ja nicht nur der amerikanische. Ich will nicht unhöflich sein und Sie jetzt unterbrechen, aber sorry, Sie sind da, glaube ich, nicht so ganz gut informiert. 12 Millionen Arbeitsplätze sind in der Zeit von Obama kaputt gegangen, also gab es die nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt war knapp unter 1%. Beim Donald Trump, als er eingetreten ist, im letzten Jahr waren es 4%, in diesem Jahr sind 3,1. Also von Erfolgen, wirtschaftlichen Erfolgen Obamas, kann man wirklich nicht sprechen. Ja, wenn man die 8 Amtsjahre von Trump sich anschaut, kann man ganz klar feststellen, die Arbeitslosenquote geht zurück. Sie ist natürlich noch mehr von Obama. Ja. Sie ist natürlich noch mehr zurückgegangen jetzt in den 2 Jahren von Donald Trump. Das ist gar keine Frage. Und das ist sicher auch ein Erfolg, dass mehr Menschen Arbeit haben, in Lohn und Brot sind. Aber es ist natürlich auch die Gesamtgesellschaft zu betrachten. Und profitiert haben offenbar vor allen Dingen Menschen, die Unternehmer sind oder die Geld haben, die durch die Steuerreform sehr viel profitiert haben. Andere haben weniger profitiert. Und es ist auch immer die Frage, wie weit ist er ein klassischer Republikaner? Sie sagten, er ist ein Republikaner. Ja, aber er ist ein untypischer Republikaner. Also die protektionistische Haltung von Donald Trump ist ja nicht republikanisch. Traditionell war das immer die Partei des Freihandels und der liberalen, weltoffenen Gesellschaft. Und das, deshalb ist Donald Trump kein typischer Republikaner. Jetzt kann man Amerikaner haben doch 2000 Dollar, 80% der Amerikaner haben 2000 Dollar Jahreseinkommen mehr nach der Steuerreform. Also das stimmt nicht so ganz, was Sie sagen, dass nur die Großunternehmen profitiert haben. Ja, die Großunternehmen haben profitiert, um mehr Investitionen zu machen. Es wird jetzt schwer, das alles statistisch noch nachzuweisen. Es ist ein bisschen ähnlich in Deutschland gewesen. Da hat die Angela Merkel auch profitiert von der Agenda 2010, die aber Rot-Grün ja noch umgesetzt hat danach. Lassen Sie uns, wenn Sie einverstanden sind, auf ein Thema gehen, das Deutschland nicht nur geografisch näher liegt, Thema Iran. Donald Trump hat jetzt eine Methode angewendet, er will den Iran mit Drohungen zu Verhandlungen zwingen. Und zwar wegen dessen, also Irans vermeintliches oder tatsächliches Hegemonialstreben, das der Iran angeblich da im Schilde führt. Wird das erfolgsversprechend sein? Iran ist ein hochaggressiver Player im gesamten Nahen Osten. Die haben sehr, sehr viele Engagements, die super schwierig sind und die sehr zu verurteilen sind in Syrien, im Irak und an vielen anderen Orten. Und deshalb ist es notwendig, nicht nur über das Atomabkommen mit ihnen zu reden, sondern auch über die anderen Themen. Das Problem ist, wir hatten eine Großbaustelle, das war die atomare Bewaffnung des Irans. Die hatten wir eigentlich erst mal für ein paar Jahre gebannt. Jetzt hat Trump das Hauptproblem, was wir gelöst hatten, jetzt wieder auf den Tisch geknallt, indem er das Abkommen aufgekündigt hat. Das ist das erste Problem. Das zweite ist, das Angebot eines bedingungslosen Gespräches ist sehr, sehr gut. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich finde das irre, dass die Iraner das nicht annehmen. Ich habe selbst in Teheran eine Pressekonferenz gemacht und sie aufgefordert, dieses Gespräch anzunehmen. Gleichzeitig hat aber dann die letzten Tage hat die amerikanische Administration denjenigen, der ein solches Gespräch vorbereiten müsste, nämlich den Außenminister, unter Sanktionen gestellt und denjenigen, der am Ende über die Resultate entscheiden müsste, nämlich den Revolutionsführer. Alles keine feinen Demokraten, alles nicht meine Freunde. Aber das ist inkohärent. Wenn ich die Iraner an den Tisch zwingen will und dann auch teilweise mit Druck, dann muss ich trotzdem eine Chance lassen, einen Weg lassen, damit sie Gesichtswaren auch an den Tisch kommen können. Und das macht die amerikanische Administration. Sind die Chinesen ähnlich behandelt von Trump, so nach dem Motto, ich zwinge euch an den Tisch? Ja, das hat man. Es gab nur eine Zeit, wo man mal Säbelrasseln gehört hat. Ne, und sagen, wir wollen mal kurz euch sanktionieren, wenn die Urheberrechte nicht geschützt werden, wenn die technische Know-how der Unternehmen nicht geschützt wird und wenn ihr noch weiterhin den Marktzugang nicht mehr gewährt. Aber dann folgen wirklich Taten. Und das ist eine Bauchentscheidung, da muss schnell entschieden werden, da musste man gucken und Peking hat dementsprechend auch reagiert. Das ist nicht so, dass man sehr schnell alles umgesetzt hat, sondern Peking hat Zeit, sich auf diesen Schritte vorzubereiten. Bei dieser Vorgehensweise von Donald Trump hat er da möglicherweise Kim Jong-un im Kopf. Mit dem gab es ja erst richtig Konflikte, Stichwort Raketenmann, da sprach man schon von möglichen militärischen Auseinandersetzungen. Und plötzlich wurde eine geradezu männliche Kumpanei zelebriert. Kann man sich vorstellen, dass dazu Herr Rouhani, der Staatspräsident des Iran, auch bereit ist?
Oh, das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Also ich meine, ich finde es zunächst mal sehr gut, dass man mit allen bedeutenden Persönlichkeiten spricht, mit denen man auch Differenzen hat. Und das Gespräch in Nordkorea oder mit dem nordkoreanischen Diktator war sicher sehr wichtig. Nur leider ist daraus ja auch nicht wirklich was resultiert. Wir haben immer noch das Problem der Atomwaffen in Nordkorea. Und der Iran ist einfach ein wesentlich größeres Land. Es ist sehr viel mehr eingebunden in die Region. Auch, ich würde sagen, aus europäischer Sicht natürlich sehr viel wichtiger. Und Rouhani ist ja nicht derjenige, der entscheidet, sondern das ist sozusagen Ayatollah Khamenei. Und insofern ist das, also vielleicht möchte Rouhani verhandeln, aber die Position verhärtet sich der Ayatollahs. Das heißt, mit Khamenei ist allerdings diese Kumpanei wahrscheinlich noch sehr viel weniger vorstellbar. Es gab ja gerade im Prinzip ein Lob von Omid Nuripur für die Strategie von Donald Trump, zu sagen, er bietet jetzt direkte Gespräche an. Ja. Die hat er aber wirklich selber sabotiert. Ja, das wollte ich jetzt auch ergänzen. Das heißt, wenn er das wirklich will, und das wäre ja wirklich ein Riesenfortschritt, müsste er da nicht etwas diplomatischer, ich weiß, es ist schwierig für ihn, etwas diplomatischer vorgehen, vielleicht etwas zurückhaltender, etwas taktisch klüger? Gut, das ist seine Handlungsmethode. Er will etwas erreichen. Er will etwas erreichen, natürlich. Man muss natürlich geschichtlich ein bisschen zurückgehen. Es lag ein Deal auf dem Tisch, das sehr schlecht verhandelt worden ist. Man hat eine atomare Vereinbarung gemacht für 10 Jahre. Das ist im politischen Leben eine Sekunde. Also ist deshalb gewesen 100 Jahre, oder? Also zumindest 30 oder 50 Jahre. Dann hat man nicht berücksichtigt, dass Iran die interkontinentalen Raketen weiterbauen kann. Man hat nicht berücksichtigt, dass Iran finanzieren sämtlichen Terror in der Welt. Jemen, Hisbollah. Die Hälfte des Terrors, die andere Hälfte finanzieren die Saudis. Und die bekommen dann wiederum Waffen von den Amerikanern. Können wir darüber auch noch mal diskutieren, ob es die Hälfte oder 70-30% sind. Also aber Terror zumindest ist, die Saudis sind schlecht. Friedlich. Die Saudis hat man jetzt mehr oder weniger unter Kontrolle. Also zumindest nicht im Generalkonsulat in Saudi-Arabien, in Istanbul. Das ist ein Vorfall gewesen, der natürlich nicht schön gewesen ist. Auch nicht in Jemen. Das ist kein Vorfall, der alleine ist. Da sind 14 Millionen Menschen kurz davor zu verhungern. Ja gut, aber das hat doch Iran. Nee, das ist nicht gut. Das hat doch Iran ja, aber die einverstanden, aber die Blockade Iran machen schon die Saudis. Die Saudis lassen die Lebensmittel nicht in Jemen rein. Auf Saudi-Arabien werden von Südjemen Raketen geschossen. Genauso wie von Gazastreifen iranische Raketen, 100 Korrekt. Raketen auf Israel geschossen Korrekt. Werden. Also, aber es gibt einen Unterschied zwischen der Art, wie Israelis in Hamas vorgehen, gegen Hamas vorgehen und die Saudis in Jemen. Iraner sind auch innenpolitisch ein Riesenproblem. Wissen Sie, ich bin in einem Alter, wo ich mich erinnern kann, als der Schah nach Berlin kam, habe ich gesehen, wie viele Demonstranten hier waren gegen den Schah. Jetzt habe ich keinen einzigen Demonstranten gesehen, als der Außenminister von Iran nach Deutschland gekommen ist, nach Berlin gekommen ist. Im Gegenteil, der Bundespräsident hatte dem Iran zur 40. Jahrestagung der Revolution gratuliert. Wofür hat er denn gratuliert? Ich weiß nicht, ob er dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zum 71. Geburtstag gratuliert hat, das weiß ich nicht. Aber ich würde auf keinen Fall so einem Regime dort Gratulationen schicken. Und dieses Regime natürlich unterdrückt auch die eigenen Leute. Das ist nicht nur, dass sie Unruhenstifter sind in der ganzen Welt, sondern da gibt es keine Freiheit. Die Frauen werden dort natürlich furchtbar behandelt. Einverstanden. So wie in Saudi-Arabien. Also er hat ja jetzt, wenn ich jetzt an Nuripur richtig verstanden habe, hat er ja auch nicht den Iran in Schutz genommen. Und Problemfälle und Schurken, muss man ja ganz offen sagen, gibt es dort in dieser Weltgegend zuhauf. Was, Herr Nuripur, steckt möglicherweise tatsächlich hinter diesem Konflikt, über die Behauptung von Trump hinaus, Saudi-Arabien zu schützen, die Angst um Israel? Das Land hat ja auch Ölinteressen, Iran und die USA auch. Geht es da auch um Konkurrenz auf dem Weltmarkt in Sachen Ölverkauf? Ich glaube schon. Der Iran ist schwierig regional, wegen der Proxys, die sie fahren in Jemen, in Syrien und an einigen anderen Orten. Der Iran ist schwierig wegen der Menschenrechtssituation im Land. Der Iran ist schwierig wegen der Bedrohung Richtung Israel. Der Iran ist schwierig wegen des ballistischen Raketenprogramms. Das ist nicht interkontinental, aber ballistisch. Das ist alles ganz schwierig mit dem Iran. Wir haben es auf der anderen Seite bei den Saudis Probleme, die anders gelagert sind.
was die in Jemen machen beispielsweise, was die in Bahrain gemacht haben, die Menschenrechtslage im Land, die Finanzierung des Terrorismus, dass unsere Salafisten in unseren Fußgängerzonen unsere Kinder in den Dschihadismus verführen mit saudischem Geld, das ist alles ganz schwierig. Und deshalb wäre ich dafür, dass wir als Westen, die USA also auch, sowas wie eine Äquidistanz fahren gegen diese beiden Staaten. Wir brauchen Dialog mit beiden, weil es Kooperation geben muss in bestimmten Bereichen. Aber es geht nicht, dass wir uns auf eine Seite schlagen und sagen, die Saudis sind unsere strategischen Partner und die Iraner sind es nicht. Aber genau diese Nummer fahren die Amerikaner. Es ist richtig, dass die Saudis seit mindestens 4 Jahren mehr Öl selbst konsumieren, als sie verkaufen. Damit sind sie dauerhaft, weil sie auch ihre Wirtschaft nicht diversifizieren, auf einen hohen Ölpreis angewiesen. Und wenn die Iraner dauerhaft vom Ölmarkt entfernt werden, ist das gut für die Saudis. Die Europäer, was können die denn da machen? Wir sind ja eigentlich die Hauptbetroffenen, wenn es da schief geht zwischen USA und Iran. Sind wir, die Europäer, da überhaupt stark genug? Naja, also einmal ist es so, dass das Abkommen mit dem Iran war ja ein unter dem Dach der UN ausgehandeltes Abkommen, an dem eben auch China, Russland und die Europäische Union beteiligt waren. Das ist kein bilaterales US-Iran-Abkommen. Und insofern sind natürlich die anderen Länder, Russland und auch China, soweit ich das lese, und die EU, sind nicht der Meinung, dass man dieses Abkommen aufkündigen muss. Sie sind wohl, die EU ist der Meinung, man müsste da also nachverhandeln, wenn das die Bestimmungen auslaufen in 10 Jahren. Sicher hätte man es modernisieren müssen. Aber die Europäer, glaube ich, müssen sehr stark darauf drängen, dass im Rahmen der UN dieses Gespräch mit dem Iran weitergeht. Und natürlich versucht jetzt die US-Regierung auch die Europäer mit auf die Seite zu holen. Wir sind gut damit bedient, wenn wir eher im Rahmen der UN an den multilateralen Verträgen festhalten. Ja, gut, wir haben ja vorhin sinniert über das Sprichwort, dass bellende Hunde nicht beißen. Jetzt haben die Amerikaner in Bezug auf China und die Handelspolitik nicht nur gebellt, sondern auch gebissen. Es gibt eben jetzt Strafzölle, beruhen jetzt auf Gegenseitigkeit im höheren dreistelligen Milliardenbereich. Was Trump ja wollte, ist ja China sozusagen ökonomisch einzuhegen, also die Wirtschafts- und Handelsmacht China ökonomisch einzuhegen. War das eine gute Idee aus Sicht der Chinesen und auch aus Sicht der USA? Ja, das Wachstum lässt sich, glaube ich, nicht so leicht verhindern, weil das Wachstum in China hat ja andere Gründe als in freien Marktwirtschaften. Und China behauptet zwar eine Marktwirtschaft zu sein, aber der hat eigene Motoren für das Wachstum. Und der chinesische Staat hat immer noch viel große Einflüsse auf das Wachstum. Mag ja sein, Chinas Wirtschaft war lange Jahre und Jahrzehnte nach der Reformöffnung Ende der 70er vom Export abhängig. China war ursprünglich die Werkbank der Welt. Inzwischen möchte man gerne das Image loswerden. Und China ist gerade dabei, die ganze Volkswirtschaft aufzuwerten. Und dieser Schub aus den USA zu sagen, wir haben Strafzölle, wir sagen, unsere Unternehmen investiert bloß nicht in China, sondern guckt euch woanders hin, ist genau ein Schub zu sagen, wir können nicht mehr weiterhin unsere Wirtschaft gestalten und das Wachstum so zu generieren, sondern wir müssen auf Innovationen setzen. Und deswegen ist die chinesische Regierung vielmehr auch gewollt, mit Deutschland, mit der Europäischen Union gemeinsam, auch wissenschaftlich und technologisch zusammenzuarbeiten, auf der Grundlage des Win-Wins, das heißt, China, also wenn man chinesische Politiker trifft, sagt man immer, wir wollen wirtschaftlich gerne zusammenarbeiten und wir wollen, dass beide Parteien gewinnen. Jetzt haben die USA ja diese Win-Win-Situation nicht mehr empfunden in den Beziehungen zu China. Trump hat ja Einfuhrzölle erhoben, die Chinesen haben dann Vergeltungsmaßnahmen eingeleitet. Jetzt wird auf amerikanische Waren besonders hoher Einfuhrzoll erhoben in China. Dafür haben die Europäer weniger zu zahlen. Sie sind ja Unternehmer. Für Sie ist der Einfuhrzoll wahrscheinlich Teufelszeug. Hat da Trump nicht so richtig, oder hat er sich da verschätzt? Hat er da zu hoch gepokert? Also erstens, China ist eine ganz andere Nummer wie Nordkorea und Iran. Wir reden jetzt auch von wirtschaftlichen Fragen, und, nicht von richtig. Und auch das Verhältnis zwischen dem chinesischen Leader und Donald Trump ist eigentlich fast freundlich. Ja, die haben miteinander Golf gespielt. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat, aber die haben dort natürlich auch sehr viele Gespräche geführt. Es gab schon fast eine Verständigung. Diese Verständigung hat doch im letzten Moment nicht geklappt.
um Ihre Frage direkt zu beantworten, die wirtschaftlichen Sanktionen werden USA gar nicht so stark treffen, weil die Exportländer, in diesem Fall auch China, reduzieren natürlich ihre Profits, reduzieren ihre Preise, versuchen die Zölle über den Endpreis zu erträglich, also vorteilhaft machen. Und letzten Endes, die Amerikaner haben eine ganze Menge Alternativen. Die können also deutsche eigene Autos kaufen. Und da ist also berechnet worden, diese ganzen Zölle haben also auf die Verbraucher eine Auswirkung in der Größenordnung von 1-3%. Also spielt im Prinzip keine Rolle. Ja, da muss man ein bisschen relativieren. China und die USA oder beziehungsweise chinesische Staatspräsident und der Donald Trump sind sehr freundschaftlich verbunden. Golf gespielt hat Donald Trump mit dem japanischen Premierminister, muss mal richtig gestellt werden. Okay. Aber der Donald Trump hat den chinesischen Staatspräsident schon zu ihm nach Florida eingeladen. Und umgekehrt war Donald Trump auch auf Einladung des Staatspräsidenten Xi Jinping in der verbotenen Stadt gemeinsam mit denen und so. Das war ganz nett. Aber es ist sehr bemerkenswert, wenn man es im Moment sieht, Donald Trump wird Xi Jinping treffen am Samstag. Und das hat das Weiße Haus eigentlich schon bestätigt. Aber die chinesischen Medien haben kein Wort davon erwähnt. Und heute hat eine Hongkonger Zeitung berichtet, es wird wahrscheinlich so eine Art Begegnung geben, wo beide sich mal kurz treffen und sagen, wir machen Bordfrieden, machen Pressemitteilung und mehr sagen wir nicht. Wir lassen unsere Mannschaften noch mal oder unsere Regierung noch mal drüber verhandeln. Das heißt, es ist für den Handelskrieg sieht eigentlich nicht so ganz gut aus. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich nicht jetzt auch anfangen, selbst wenn Sie es noch nicht gemacht haben, Golf zu spielen. Es gibt ja eigentlich auch Leidtragende, gerade in den USA dieses Handelskriegs. Zum Beispiel die amerikanischen Landwirte können ihre Sojapflanzen nicht mehr verkaufen. Die haben massive Verluste, die werden jetzt ausgeglichen aus dem US-Haushalt als Subvention. Wie sehen Sie das? Donald Trump kommt da in die Richtung, in die er eigentlich gehen will? Ja, das ist eine sehr ambivalente Sache, weil die Farmer im Mittleren Westen unterstützen Donald Trump im Prinzip und hoffen, dass er eine Strategie hat und versuchen durchzuhalten. Aber gleichzeitig haben gerade diese Farmer ihren Handel mit Soja, aber auch mit Schweinefleisch komplett nach Osten, also nach China ausgerichtet oder besser gesagt nach Westen aus der Perspektive der USA. Also auf China ausgerichtet und jetzt ist dieser Handel nicht mehr möglich. Das trifft die Farmer sehr hart. Und ich habe mehrere Interviews gehört mit den Bauern in der Gegend und sie wollen keine Almosen, sie wollen Arbeit. Also da ist möglicherweise ein explosives Potenzial. Es sei denn, es gibt tatsächlich eine Lösung in diesem Handelskrieg. Die anderen, die natürlich nicht sehr glücklich sind, das ist die ganze Hightech-Industrie, die sehr eng mit der chinesischen Produktion verknüpft ist. Die seltenen Erden, 80% der seltenen Erden für die Produktion in den USA, kommt aus China. Und das ist also eine Achillesferse. Und auch da hört man eben sehr viel Kritik an dem Protektionismus. Wie weit die Konsumenten betroffen sind, das ist vielleicht, wird das in Kauf genommen. Und kann man auch eine Weile durchhalten. Aber entscheidend ist, dass die Wähler und Wählerinnen und dass die Bevölkerung tatsächlich rasch Erfolge sieht. Und da bin ich ähnlich skeptisch wie Sie. Also vielleicht werden noch mal Verhandlungen angekündigt in Osaka, aber Ergebnisse wird es nicht geben. Es gibt zwei schlechte Versionen für uns in Europa. Die eine ist, es gibt irgendeine Einigung, von der ich nicht ausgehe, dass sie kommt, auch deswegen, weil es mittlerweile Common Sense ist zwischen den Parteien in den USA, dass China wahlkampffähig ist als Bedrohungsszenario. Aber sozusagen Szenario Nummer eins schlecht für uns ist, es gibt eine Einigung auf unsere Kosten. Szenario Nummer zwei, und das ist schlecht wirklich für alle, es gibt einfach keine Lösung und es gibt tatsächlich einen Handelskrieg. Das sieht man an den seltenen Erden. Wenn die seltenen Erden durch die Chinesen zurückgehalten werden, dann wird das natürlich nicht nur die amerikanische Wirtschaft massiv treffen, das wird natürlich auch die chinesische Wirtschaft treffen. Es gibt keine Handys auf der Welt, von denen ich zumindest Teile irgendwie in China produziert werden. Da fallen dann diese Arbeitsplätze weg. Und davon sind natürlich auch wir betroffen. Das führt dazu, dass die amerikanische Seite dann zunehmend, das hören wir jetzt die ganze Zeit, von Decoupling redet. Also, dass man die enge Verflechtung der Wirtschaft mit den Chinesen dann tatsächlich dann entzerren will.
ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll. Das würde wirklich einen super Backlash geben für unsere Wirtschaft, aber vor allem für den technologischen Fortschritt der Menschheit. Und das ist alles sehr bedrohlich. Dahinter steckt ja auch so ein bisschen das Vorhaben von Donald Trump, statt multilateralen Beziehungen eher bilaterale, also mit jedem Land einen eigenen Handelsvertrag, so am besten Deal, am besten für die USA. Wird sich das möglicherweise, dieses System, durchsetzen? Sind die USA ökonomisch stark genug, um das durchzusetzen? Das mit dem Bilateral hat Donald Trump nicht angefangen. Die USA waren schon immer so, auf bilaterale Gespräche und Verhandlungen zu setzen. Und früher, wo die USA wirklich die einzige Supermarkt, mit einem Riesenmarkt, um Waren aus allen Ländern zu importieren, haben den längeren Hebel, mit diesen exportierenden Ländern zu verhandeln. Sprich, wir machen bilaterale Verträge, ich sage, wie viel ihr Zoll ihr bezahlt und ihr garantiert mir einen Preis, der für die US-Konsumenten akzeptabel war. Das war die Walmart und so, die alle billige Länder aus asiatischen Ländern importiert haben. Und jetzt hat sich eigentlich die Welt grundlegend verändert, dass unsere Wirtschaft durch die Globalisierung eng miteinander verflochten sind. Wir haben alle in der Tasche so ein amerikanisches Gerät oder manchmal auch chinesisches Gerät. Da kann man nicht sagen, ob es amerikanisch oder chinesisch ist. Ja, wir sagen mal iPhone, mal Kalifornien, made in China. Wir haben Huawei, chinesisch, hat aber amerikanisches Betriebssystem drauf. Das heißt also eng verflochten. Herr Weinberg, ich würde gerne noch einen anderen Aspekt ansprechen. Donald Trump hat ja viele Baustellen aufgemacht. Thema Migration, Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, Grenzabschottung. Überdreht Donald Trump da gerade die Schraube etwas, wenn wir die Bilder auch sehen, die da in den letzten Tagen, unschöne Bilder bei uns angekommen sind? Also dieses Bild mit dem Vater, mit dem Kind ist eine Katastrophe. Nur ich darf erinnern, so ein ähnliches Bild haben wir gehabt hier in Europa auch, als dieser kleine Junge da am griechischen Strand irgendwo mit dem Gesicht lag. Das Problem, was Amerika hat, ist natürlich diese immense Emigration, die aus Südamerika, aber nicht nur aus Südamerika, kommt nach USA und zwar auf der illegalen Weise. Im Mai sind 150.000 Leute gekommen. Das sind auch Familien, das sind kleine Kinder. Es ist ein Chaos, genauso wie in Europa, in Deutschland, als die, und bis heute funktioniert das auch nicht. Wir haben diesen Rettungsschiff gesehen, der durch die Meere kreuzt und keinen Hafen in Europa aufnehmen will. Aber da gibt es zumindest das Meer, was Vorteil und Nachteil ist, weil die Leute ertrinken in dem Meer. Dieses Meer, Gott sei Dank, gibt es nicht zwischen Mexiko und USA. Gibt es die Flüsse, das ist auch nicht ungefährlich, das haben wir gesehen. Aber ist natürlich eine andere Situation. Das versucht man in Griff zu kriegen. Es gab diese unschönen Bilder mit den Kindern in den Käfigen, aber der Chef, der zuständig war für diese Aufnahmen, ist auch gefeuert worden. Aber man muss natürlich sagen, wir haben genau die gleiche Situation wie am Anfang in Deutschland, wo die Leute hier im Tempelhofer Flughafen irgendwo zusammen waren oder in den... Wurden Kinder separiert von ihren Eltern und in Käfige gesteckt? Nun ist ja so, dass es gab auch vieles Durcheinander. Also da sind verschiedene Nationen vermischt worden. Aber die Trennung der Eltern und der Kinder ist kein Durcheinander, das hat System. Nein, da muss ich Ihnen natürlich erklären. Es ist ein Gesetz, das Clinton gemacht hat. Im Jahr, glaube ich, 71 oder was auch immer. Und es gibt es eine Separation, es gibt es ein Gesetz, das sagt, dass die kleinen Kinder können nicht verhaftet werden, in die Zelle gesteckt werden. Und wenn die dabei sind, dann werden die temporär separiert und kommen in Obhut der Bordcontroller. Und die Bordcontroller natürlich sind überfordert mit dieser Geschichte, aber nach 20 Tagen muss dann eine Lösung gefunden werden. Das ist nicht schön, aber das hat bei dem Obama so gewesen, das hat bei meinem Clinton so gewesen. Nur es gab nicht diesen immensen Zufluss. Und etwas sage ich, was vielleicht hier so ein bisschen aufstoßen wird. Die Kinder werden oft leider recycelt. Das heißt, Sie wissen ja, das ist ja bekannt, dass es viele Schlepper gibt, die natürlich aus Südamerika für teures Geld die Leute nach USA versuchen zu bringen. Und Familien mit Kindern werden anders behandelt als ohne Kinder. Und oft ist es so, dass die Kinder, die dabei sind, das sind gar nicht die Kinder von den Leuten, die da reingekommen sind. Das Thema ist wahnsinnig kompliziert,
Aber das zu kriegen, in den Griff zu kriegen, ist sehr schwierig. Und dazu kommt noch ein anderer Faktor. Die Demokraten blockieren jegliche Finanzmittel aus politischen Gründen, damit man eben die Behörden entsprechend ausstatten kann, damit die Einrichtungen entsprechend, Texas ist ohne Geld jetzt. Also Clinton, Obama und die Demokraten und Mexiko und die Schlepper sind schuld und deshalb steckt Trump jetzt Kinder in Käfig. Nein, Schuld ist die Weltpolitik. Das heißt, okay, alle sind schuld und Trump darf Kinder deswegen. Solche Länder wie Venezuela pleite gegangen sind, das Nicaragua und so weiter. Das ist das Problem in Afrika mit Europa, dass Leute hier kommen, weil die dort kein Auskommen. Ich würde gerne mal das ist der Grund. Das, und nicht der Donald Trump und nicht die Frau Merkel. Herr Weinberg, wenn Sie jetzt schon den amerikanischen Kontinent erwähnen, es gibt ja ein geheimes Zusatzabkommen mit Mexiko, dass die Mexikaner Flüchtlinge zurücknehmen müssen oder erst gar nicht durchlassen dürfen. Das heißt, dann stauen sich in Mexiko die Flüchtlinge, die ja aus anderen mittelamerikanischen Staaten, El Salvador, Honduras und Guatemala kommen. Das schafft ja möglicherweise enorme Unruhe überhaupt auf dem amerikanischen Kontinent, nicht nur in den USA. Also Herr Weinberg hat in einem Punkt recht, die Zahlen derjenigen, die versuchen, in die USA einzuwandern, sind in der Tat gestiegen jetzt gerade in der letzten Zeit. Und das ist ein echtes Problem. Nur die Problematik, wenn man sich die Länder anschaut, die Sie gerade erwähnt haben, Guatemala oder Honduras, in diesen Ländern ist Gewalt alltäglich, Bandengewalt. Die Menschen fliehen vor direkter physischer Gewalt, vor Vergewaltigung. Es sind die Probleme in den Ländern selber, die die Fluchtbewegung verursachen. Deswegen haben wir hier in Deutschland einen Diskurs, der heißt Fluchtursachen bekämpfen. Und man kann eben der Donald Trump-Regierung leider vorwerfen, dass sie die Entwicklungshilfe streicht an diese Länder, sich nicht bemüht für Honduras oder Guatemala oder andere Länder. Ich muss Ihnen wieder widersprechen. 25 Milliarden Dollar hat vernünftige Hilfe 25 zu leisten, Milliarden dass Dollar die Menschen sind genehmigt da bleiben worden für Entwicklungshilfe. Aber wovon reden Sie denn dann? Und das Zweite ist, dass die Demokraten Geld nicht geben möchten für den Bau einer Mauer, aber durchaus dem Haushaltsgesetz zugestimmt haben, mit der Erhöhung der Kosten für die Grenzsicherung, für Grenzbeamte, für all das, was notwendig ist, um eben eine geordnete Einreise in die USA oder eben auch eine Zurückweisung möglich zu machen. Und das andere ist, was wir in Deutschland auch diskutieren, ist eben auch Flüchtlinge haben Menschenrechte. Also man kann nicht einfach sagen, das sind Bilder und das sind also Kinder, die recycelt werden. Man muss sich das sehr genau angucken. Jeder individuelle Mensch hat nach der Genfer Flüchtlingskonvention auch Rechte. Und das muss man einfach ernst nehmen. Sie haben von Fluchtursachenbekämpfung gesprochen, das ist ja auch ein Thema hier. Selbst wenn da genügend Geld da wäre, das ist ja eine Aufgabe für Jahrzehnte. Das löst das Problem, dass wir an der Südgrenze der USA oder im Mittelmeer im Moment haben wir überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Und zumindest nicht kurzfristig. Aber was man jetzt sieht, und ja, die Europäer machen ganz viel falsch, nicht, dass das rechtfertigt, was da passiert, aber was wir aber derzeit machen ist, wir versuchen relativ hektisch Lösungen zu finden bis zur nächsten Landtagswahl, damit Leute nicht kommen. Und schaffen damit neue Fluchtursachen langfristig. Wenn ich den Präsidenten Sudans, der jetzt nicht mehr da ist, wenn ich ihn finanziere dafür, damit er das Grenzmanagement macht gegen Flüchtlinge in seinem eigenen Land, stärke ich sein repressives System. Das hilft kurzfristig, langfristig führt es aber dazu, dass die Situation im Sudan natürlich schlechter wird. Das Ergebnis haben wir jetzt die letzten Tage im Sudan noch gesehen. Das heißt, wir müssen höllisch aufpassen, dass wir unter dem Label Fluchtursachen bekämpfen, nicht immer nur auf Kurzfristigkeiten setzen, die langfristig das Leben der Leute vor Ort nicht verbessern. Und im Übrigen, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, ist nicht unbedingt dazu einladen, dass die Leute dort bleiben. Wenn man jetzt Senegal anschaut, die Art und Weise, wie unsere Handelspolitik, die Fischereiabkommen, die wir abgeschlossen haben, und der Klimawandel jegliche Art des Wirtschaftens auf dem flachen Land wirklich ruinieren, und zwar relativ schnell, wird nicht dazu führen, dass die Leute einfach da die Hände in den Schoß legen und sagen, mir geht's gut hier. In anderthalb Jahren tritt Donald Trump noch mal an als Präsidentschaftskandidat dann oder als amtierender Präsident. Gegen wen? Da gibt es die Wahrscheinlichkeit immer mit 1 zu 20, weil 20 Kandidaten bei den Demokraten sich jetzt zusammengefunden haben und das untereinander ausmachen wollen. Anderthalb Jahre ist gar nicht so eine lange Zeit. Was muss Donald Trump eigentlich noch liefern, um gute Chancen zu haben, wiedergewählt zu werden?
Es gibt ja ein rotes Tuch für ihn im letzten Wahlkampf. Das hieß Obamacare, also die Gesundheitspolitik von Barack Obama. Eine Art gesetzlicher Krankenversicherung, gerade für Leute, die wenig Geld haben. Muss er die auf jeden Fall noch beseitigen, wie angekündigt, dass er gute Chancen hat? Weil das war ja eine große Ankündigung gewesen. Eine gute Frage. Das muss ich leider ein bisschen länger beantworten. Vielleicht schaffen Sie es ein bisschen kürzer. Wir haben nur noch 5 Minuten. Also es ist ja so, dass Donald Trump, also ich fange von hinten an, er hat angekündigt, in der zweiten Legislaturperiode sich an die Gesundheitsreform ranzumachen. Er arbeitet jetzt schon mit seinen Experten dran. Die Obamacare hat es nicht funktioniert. Wir haben eine Sendung schon hier einmal gemacht. Da habe ich versucht zu erklären, warum die nicht funktionierte. Also das will er natürlich in Ordnung bringen. Schafft er jetzt nicht vor den Wahlen. In der zweiten. Ja, die Frage war ja, wenn er es nicht schafft, wir müssen jetzt, glaube ich, die Details nicht besprechen, aber wenn er das nicht schafft, schmälert das seine Wahlchancen, weil es war ein ganz großes Versprechen Er hat das auch nicht zugesagt, dass er das in der ersten Periode also macht. War von Anfang an schon auf eine zweite Amtszeit aus. Also da hat natürlich der Senat auch ein bisschen, sage ich mal, die Suppe versalzen, ganz am Anfang. Checks and balance, also das heißt ja, unterschiedliche Senat hatte schon die Mehrheit gehabt und trotzdem der texanische Senator hat da ein bisschen nicht mitgespielt. Aber er wird gewählt und zwar aus 2 Gründen. Erstens, solange die Economy und die Arbeitsplätze so sind, wie die jetzt sind, wird er mit Sicherheit gewählt. Und außerdem auf der anderen Seite die ganzen Kandidaten, das ist eine reine Katastrophe. Gut, Umfragen, müssen wir hier nochmal sagen, sind 18 Monate oder 17 Monate vor einer Wahl auch sowas wie Kaffeesatzleserei. Aber sie sind im Moment eigentlich für ihn vergleichbar mit Präsidenten zur gleichen Zeit in früheren Präsidentschaften nicht besonders gut. Andererseits sind das auch noch 1,5 Jahre hin. Was lässt sich denn da prognostizieren, worauf das hinausläuft? Also es ist sicher so, wenn die Wirtschaft weiterhin so brummt, sage ich jetzt mal, und die Arbeitslosenzahl niedrig bleibt, die Fabriken produzieren, hat Donald Trump in der Tat Chancen, wiedergewählt zu werden. Aber er ist kein populärer Präsident im Sinne der Zustimmung zu seiner Amtsführung. Hat er die schlechtesten Werte im Durchschnitt dieser 2 Amtsjahre. Ich glaube, nur Jimmy Carter hat schlechtere Werte. Also 40% ist schlecht? 40% ist sehr schlecht. Also George W. Bush hatte im Durchschnitt 70%, sein Vater hatte 80% und Jimmy Carter hatte 27%. Also das sind sehr niedrige Zustimmungsraten. Nun kann man sagen, 40%, das ist beachtlich. Aber wie gesagt, im historischen Vergleich mit anderen Präsidenten ist das keine gute Ausgangslage. Ist das Problem der Gegner? Entschuldigung, darf ich noch hinzufügen? Ja. Vielleicht ist das auch das Missverständnis. Er hat eine 90-prozentige Zustimmungsrate bei denjenigen, die republikanisch wählen. Und das wird oft zitiert. Das sagt Donald Trump auch immer wieder. Aber wenn man die Gesamtwählerschaft sich anschaut, sind es eben Zustimmungsraten. Die Umfragen sind ja bei Fox News auch nicht so gut. Die wurden jetzt, glaube ich, auch von ihm, von der Fake News geziehen. Ist das Problem aber der Demokraten, was möglicherweise eine zweite Amtszeit von Donald Trump dann doch ermöglichen wird, dass die aussichtsreichsten Kandidaten alle schon das 70. Lebensjahr überschritten haben? Ich weiß nicht, ob es so sein wird. Es ist noch ewig hin. Das Entscheidende ist zu verstehen, warum er gewählt worden ist. Ich habe mir den County angeschaut, wo er die höchste Wählerrate hatte, 94% in West Virginia. Die Leute haben ihn gewählt, weil es ihnen schlecht geht. Make America Great Again ist quasi dasselbe, nur aus republikanischer Sicht, wie Change in Hope. Also wenn ein Demokrat jetzt kommt, der glaubhaft wirklich ein Agent des Wandels sein kann, der den Leuten das Gefühl gibt, dass es ihnen besser gehen wird mit ihm, dann hat er eine Chance. Und wer das sein wird, das ist ewig hin, das kann man noch nicht sagen. Gestern würde ich sagen, war es nicht so, dass Joe Biden gewonnen hat, weil er nicht da war. Ich fand zum Beispiel Cory Booker gestern am stärksten. Aber hey, das ist ein langer Weg, der kann bis dahin noch längst ein Zauber sein. Kennt bei uns kaum jemanden. Richtig. USA, glaube ich, sind sie auch nicht so bekannt. Herr Gui, womit rechnen denn die Chinesen bei dieser Wahl? Ich glaube, Chinesen gucken sich ganz mit großer Freude an, wie der 20 Menschen der um einen Präsidentschaftskandidat kämpft. In China gibt es ja, Gott sei Dank, was ist Gott sei Dank, aus der chinesischen, ja, also im Politbüro ist, glaube ich,
glaube ich, ist das eher politische Kontinuität durch die Einparteienherrschaft. Ja. Das ist nicht toll, aber da gibt es politische Kontinuität. Und für den ist ja Peking setzt natürlich, dass jemand anders, also ein starker Konkurrent von den Demokraten gewählt wird, um Donald Trump richtig herauszufordern. Aber die Chinesen sind so gelassen, die haben ja schon viel in ihrer Geschichte erlebt. Und, ja. In den USA gibt es einfach eine große Angst vor China, egal ob Demokraten oder Republikaner an die Macht kommen. Aber es gibt in China auch eine große Angst vor Amerika. Ja, ja. Das ist nicht unbedingt sozusagen einfach nur Gelassenheit in China, das ist nicht mein Eindruck. Gut, also der Mongolensturm war möglicherweise im 16. Jahrhundert schlimmer. Soweit Donald Trump für heute. Der hält uns auf Trab auch in der Phoenix-Runde. Und wir müssen keine Propheten sein, wir sagen, das wird auch weiterhin ein Thema sein. Möglicherweise auch mit Ihnen. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Unter den Linden, Phoenix persönlich, Augstein und Blome, Phoenix-Runde. Das gibt's auch auf Podcast. Und den können Sie kostenlos abonnieren auf unserer Phoenix-Website. Die ist hier eingeblendet, www.phoenix.de. Positiver Nebeneffekt, Sie verpassen keine Sendung mehr. Bleiben Sie bei Phoenix.